Einen wunderschönen guten Morgen, sehr geehrte Damen und Herren. Seien Sie herzlich willkommen hier im Forum des Gemeinschaftsstandes Wasserstoff, Brennstoffzellen und Batterien. Freue mich, dass Sie schon Platz genommen haben für die Diskussion, die jetzt hier gleich stattfinden soll. Es geht um HISIP, Reduzierung von Emissionsbelastungen in den Städten durch Ersatz von Dieselgeneratoren durch Brennstoffzellen. Und zu diesem Gespräch freue ich mich sehr, dass der Ministerialdirektor im Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg zu uns gekommen ist, Helmfried Meinl. Schön, dass Sie da sind, Herr Meinl. Danke sehr. Ich begrüße ebenfalls in unserer Mitte Thomas Melzer, CEO der Fuel Cell Powertrain GmbH. Schön, dass Sie da sind, Herr Melzer. Dankeschön. Und mir gegenüber ein herzliches Willkommen an Werner Diewald, Vorsitzender des Deutschen Wasserstoff- und Brennstoffzellenverbandes. Wir werden miteinander diskutieren, aber auch gerne mit Ihnen. Wenn Sie eine Frage haben an meine Gesprächsteilnehmer, geben Sie mir bitte ein Handzeichen. Ich komme gern mit dem Mikrofon zu Ihnen und wir können die Frage dann sofort behandeln. Herr Meinl, nach dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes könnten die ersten Fahrverbote für Diesel in Stuttgart schon Ende des Jahres kommen. Das ist eine Katastrophe für eine Autostadt wie Stuttgart, eine Katastrophe für die Dieselbesitzer, Katastrophe für die Automobilindustrie. Und trotzdem kann es passieren, dass sie gar nicht anders können oder die Städte gar nicht anders können, denn sie müssen EU-Recht umsetzen, nicht wahr? So ist es und das bedrückt auch alle sehr. Deswegen arbeiten auch alle Seiten, die Stadt, das Regierungspräsidium, die Landesregierung dran, das abzuwenden. Denn klar ist auch, wer zu dieser Ultima Ratio greifen muss, der wird gefühlt gehängt. So, deswegen, Der Erste, der es tut, wird gehängt. So, deswegen versucht man das natürlich zu vermeiden. Und da gibt es eine ganze Reihe von Maßnahmen. Der Oberbürgermeister Kuhn hat ja schon sehr früh angefangen mit Appellen an freiwillige Umstiege bei entsprechenden Belastungstagen zu motivieren, umzusteigen auf den öffentlichen Verkehr. Der muss natürlich auch ausgebaut werden, das ist ganz klar. Stuttgart ist sehr dabei, trotz der durchaus anspruchsvollen Topologie auch den Radverkehr auszubauen, weil das da auch ein Asset sein kann, um einfach Kurzstrecken-Autoverkehr zu vermeiden, zumindest an vielen Tagen im Jahr. Also da arbeitet man an vielen Stellen. Ich muss ja sagen, mich freut das ja eigentlich, dass sozusagen jetzt die Fantasie losgeht, was kann man eigentlich alles tun, um CO2 und NOx in den Städten zu vermeiden, und plötzlich kommen tolle Ideen auf. Und was uns da als Umweltministerium, das ja auch Umwelttechnik, das Energie auch mit im Portfolio hat, besonders interessiert ist, wie können wir hier neue Technologien nach vorne bringen, und da sind wir dann mitten hier in dem Thema, das uns hier bewegt, das wir hier ansprechen wollen, und da kann man natürlich dann auch ganz viel Fantasie draus saugen. Genau. Also mal den schlimmsten Fall angenommen, es gibt wirklich ein Dieselfahrverbot und ich fahre dann mit Fahrrad oder Bus oder meinem Benziner in die Stadt und sehe dann an einer Stelle bei der nächsten Baustelle dort einen Dieselgenerator. Ich will das Szenario ein bisschen anders machen. Okay. Wenn wir gerade noch dem Dieselfahrverbot von der Schippe gesprungen sind, dann darf es kein Zurückfallen in den Schlaf der Agonie mehr geben, sondern dann muss wirklich gehandelt werden. Ich glaube, der Weckruf ist angekommen, sodass wir auch ohne Dieselfahrverbot sozusagen tatsächlich in diesen Innovationsschub jetzt reinkommen und an allen möglichen Stellen versuchen, CO2-Emissionen wirklich zu vermeiden, auch mit neuen Technologien. Ja. Aber auch mit einer anderen Form von Mobilität und Organisation von Mobilität und daraus dann auch dauerhaft die Luftqualitätsprobleme in den Städten auch senken und dann auch zu besser atembarer Luft kommen. Aber Sie sehen das wahrscheinlich auch manchmal an den einen oder anderen Baustellen. Ja, natürlich. Bei Großveranstaltungen, da stehen dann die Dieselgeneratoren in der Gegend herum und blasen natürlich auch Stickoxide und CO2 aus. Ja, natürlich, so ist es. Genau. Herr Diewald, wie ist das denn eigentlich mit diesen Dieselstromaggregaten? Ist das mit den Emissionen den Dieselfahrzeugen zu vergleichen oder sind die überhaupt relevant in der städtischen Emission? Also erstens nicht vergleichen, sondern sind etwas schmutziger. Also sogar das kein Euro 6. Ja. Und nicht die strengen Vorschriften, wie wir das bei den Fahrzeugen haben. Das ist das Erste. Sicherlich von der Menge her, haben Sie ja selber gesagt, ich glaube, mehr Autos als Dieselgeneratoren sehen wir schon in den Städten. Aber ich bin dabei am Meinen. Ich glaube, wir müssen irgendwo anfangen und von der Schippe springen. Und ich glaube, dann beim Dieselfahrzeug anzufangen, mit den ganzen sozialen Auswirkungen, die damit verbunden sind, ist sicherlich schwierig. Und deswegen, glaube ich, sollte man überall dort sparen, oder vermeiden, CO2 vermeiden, wo es uns nicht wirklich wirtschaftlich wehtut und wo wir trotzdem einen guten Anfang haben. Und auch, ich glaube, und das ist wichtig, auch Zeichen und Symbole setzen und sagen, wir tun was. Ich glaube, für die Politik ist es auch wichtig, einfach zu zeigen, guck, wir tun was, wir fangen an, ohne jetzt die Katastrophe über euch auszuschütten.
Weil für viele Eigentümer von einem Dieselfahrzeug ist das sicherlich, die zur Arbeit fahren müssen, die auch nicht das Geld haben, sich einfach mal kurz einen neuen Wagen zu kaufen, sondern ganz stolz sind, dass sie den 8 Jahre alten Gebrauchten gekauft haben, gerade eben. Und für die hat das ja gravierende Auswirkungen, oder für den kleinen Handwerker, für den die Neuanfrage. Und da ist es, glaube ich, super spannend, etwas zu tun. Und ich glaube, es geht da, sicherlich ist wichtig, wie Sie sagen, Stickoxide, CO2, die diese Aggregate auf jeden Fall haben, aber es ist natürlich auch, weil sie dann da immer stehen und wenn ich da nebenan wohne und die dann immer so ein bisschen Lärm machen und riechen tun die Dinger auch noch, wie gesagt, sie sind etwas schmutziger als ein Auto, dann ist das ja ein bisschen mehr noch als andere Belastungen. Und wenn man dann alles vermeiden kann, ohne dass man da irgendjemanden über Gebühren belastet, finde ich, ist das eine Riesenchance, einfach was zu tun. Mhm. Herr Melzer, viele kennen Sie ja noch als CEO von Proton Motor. Seit Herbst vergangenen Jahres nehmen Sie die Position des CEO in der neu gegründeten FuelCell Powertrain GmbH ein. Wie der Name schon sagt, beschäftigen Sie sich mit Powertrain, also Fahrzeugantrieben, nochmal einen Schritt zurück. Den Städten wäre auch gedient, wenn wir nur noch Brennstoffzellenantriebe hätten in den Fahrzeugen, nicht wahr? Ja, das ist natürlich vorausgesetzt. Wir haben ja sehr intensive Diskussionen jetzt zum Thema Mobilität. Damit beschäftigen wir uns auch bei der FCP. Allerdings ist dieser Bereich der stationären Stromversorgung überhaupt nicht zu vernachlässigen. Mhm. Aus verschiedenen Gründen. Erstmal haben wir hier eine zum Teil massive Belastung der Luft in den Städten. Vielleicht nicht so sehr in Deutschland, aber ich erinnere daran, es gibt in Afrika große Städte, da laufen diese Dieselaggregate rund um die Uhr als Prime-Power-Systeme, weil die Stromversorgung so instabil ist. Ja. Da haben die also noch viel größere Probleme als wir hier und wir sind ja sehr exportorientiert und wir sollten dieses Thema nicht vernachlässigen in der gesamten Diskussion der Mobilität. Das ist ja eine Technologie, die man nur bei sich nicht anwendet, die kann man auch schlecht exportieren, denke ich mal. Ne? So ist es. Und wir haben aber auch diverse Anwendungen in Deutschland. Mhm. Es gibt Beispiele hier im Bereich der Notstromversorgung, also der Backup-Power-Systeme. Da haben wir jedes Rechenzentrum in Deutschland abgesichert. Wir haben das Beispiel der Veranstaltungen, der Events, wo sie dann eben so ein System hinstellen, um Strom zu erzeugen, weil sie auf der grünen Wiese dann vielleicht nicht die Anschlussleistung haben. Wir haben auch das Thema Prime Power in gewissen Regionen, wo sie keine Stromversorgung haben. Wir heißt jetzt die FuelCell Powertrain GmbH. Also Sie haben das in Ihrem Portfolio, solche Energieversorgungssysteme über Brennstoffzellen. Wir liefern Brennstoffzellen dazu. Wir designen selber nicht solche Systeme. Wir machen das mit Planern. Also wir heißt nicht unbedingt FCP, wir heißt die Allgemeinheit, die Städten, die Infrastruktur. Aber ich möchte nochmal sagen, dieser Markt allein für Notstromaggregate hat ein Volumen von $15 Milliarden pro Jahr. Ist ein großer Markt. Es gibt da sehr große Player, auch in Deutschland. Ja. Und wir müssen jetzt relativ schnell überlegen, wie wir da vorgehen, wie ist unsere Strategie. Also nicht nur die Mobilität denken, bitte auch ein bisschen an das Thema stationäre Stromversorgung, denn das ist ein interessanter Markt für Deutschland und entlastet auch die Städte mit Emissionen, wenn wir hier umstellen könnten auf Brennstoffzellen. Herr Meinl, das ist doch eigentlich eine ganz gute Idee, wo man schon mal anfangen könnte oder einer der vielen Punkte, wo man ansetzen könnte. Und vor allen Dingen der Charme dabei ist, man müsste den Bürger nicht allzu sehr belasten dabei. Ja, lassen wir das noch ein bisschen weiter fassen. Natürlich wäre es gut, wenn wir, und Herr Melz hat ja schon darauf hingewiesen gehabt, wenn wir die Brennstoffzelle sehr viel breiter einsetzen würden, wenn wir Elektromobilität als den großen, sag ich mal, Anwendungsfall nicht nur im Bereich Batterie, elektrischer Versorgung, sondern auch mit Wasserstoff und dann Brennstoffzelle als Stromwandlungstechnologie einsetzen würden. Wir sehen aber leider, dass die Autohersteller in Europa da an der Stelle doch sehr langsam sind. Und jetzt geht es darum, das, was wir als technologischen Vorsprung haben in Europa, jetzt auch in andere Produkte zu übertragen, die jetzt nicht vielleicht die ganz großen Stückzahlen abwerfen, die aber dennoch interessante Märkte darstellen. Und Sie haben ja zu Recht darauf hingewiesen, dass das auch exportfähig ist, auch in andere Länder hinein. Und da macht es da durchaus Sinn, sich auch solche scheinbaren Randaspekte wie die Versorgung von Veranstaltungen anzuschauen. Um dann ein Beispiel zu nennen. Ja. Mhm. Ich war ja, bevor ich zum Umweltministerium kam, als Amtschef, lange Jahre lang im ehrenamtlichen Vorstand des Öko-Institutes. Und dort ist vor gut 10 Jahren das Konzept Green Goal entwickelt worden. Eine klimaneutrale Fußball-Weltmeisterschaft. Das ist übertragen worden auf andere Sportgroßereignisse. Man kann das natürlich auch wieder herunterskalieren und sagen, lass uns doch so ein solches
Thema nehmen, also klimaneutrale Stadtveranstaltung, Stadtfest. So, da geht es dann nicht nur um die Frage, wie vermeide ich Einweggeschirr und Einwegplastikgabeln und Trinkbecher, sondern auch um die Art der Stromversorgung. Statt einen Dieselgenerator hinzustellen und irgendwo Zertifikate zu kaufen, um irgendwo Bäume anzupflanzen, kann man auch die Emissionen direkt vermeiden und dann mit einem Brennstoffzellenaggregat es machen. Das lässt sich relativ einfach durchsetzen. Die Stadt konzessioniert dies. Ja, sie kann ja hingehen und sagen, ich möchte gerne eine Null-Emission haben, ich möchte gerne, dass der Veranstalter eine solche klimaneutrale Veranstaltung macht. Das nutzt das Image der Städte, die Bürger fahren auf so etwas ab, davon bin ich überzeugt, das kann man sehr gut verkaufen. Ja, die Belastung anschließend macht sich bei 3 oder 5 oder 10 Cent im Liter Bier oder im Glas Wein bemerkbar. Das ist nicht das, was die Leute dann vom Besuch solcher Veranstaltungen abhält, wenn sie wissen, anschließend fliegen ja nicht die Müllberge rum und hinten raucht es dick aus den schlechten Dieselmotoren raus. So, ich glaube, das ist etwas, was die Städte attraktiv macht und deswegen kann das wirklich ein Angebot sein, das relativ einfach, ohne dass man da neue Gesetze für machen müsste, aber ordnungsrechtlich umgesetzt ist und sozusagen gut kommunizierbar. Das ist ja der Vorteil, dass man einen Gestaltungsrahmen hat. Also sonst ist man sofort auf europäischer Ebene oder nationaler Ebene oder Landesebene. Hier können die Kommunen ja selber sagen, wir möchten gerne das Programm, wir sind, was weiß ich, Public Viewing Green, wir möchten das gerne umsetzen, verlangen das eigentlich von jedem Veranstalter. Aber gibt es da nicht auch die Möglichkeit vielleicht, dass Veranstalter dagegen klagen und sagen, das sind unverhältnismäßige Härten oder Ähnliches? Welche Härten sollen da entstehen? Naja, finanzielle Härten, ja? Das ist einfach teurer. Naja, ja, es kostet ein bisschen mehr Geld, als sag ich mal, die Umwelt zu verschmutzen, das ist schon richtig, ja. Aber das deckt sich ja dann hinterher über Eintrittspreise oder über Verzehrpreise, Standgebühren, lässt sich das ja dann wieder entsprechend wieder zurückholen. Klar. Und weil das so umgelegt wird auf so viele Menschen, wird man das gar nicht merken. Genau, spielt das keine Rolle. Da sehe ich jetzt keine Härte drin. Ja? Mhm. Und wenn es hier sozusagen auch die gleichen Wettbewerbsbedingungen für alle gibt, Voraussetzung, sich erfolgreich um die Teilnahme einer solchen Veranstaltung zu bewerben, ist dann zum Beispiel das entsprechende Maß an Umweltschutz, das die Stadt hier sich erbittet und erwünscht, dann wird das rechtlich ohne weiteres zu machen sein. Man müsste natürlich auch ein bisschen Marketing dafür machen, könnte ich mir vorstellen. Also man müsste es zwar thematisieren, ja, wie schmutzig solche Veranstaltungen eigentlich sind, diese Dieselgeneration. Im Moment wird ja vieles thematisiert. Ich nenne jetzt nur mal die Kreuzfahrtschiffe, aber da könnte man ja auch mal sozusagen eine Medienkampagne von machen und sagen, das ist einfach schmutzig in unseren Städten. Ja klar, wir sehen das ja auch zum Beispiel mit den Bechern, da sind ja die Leute bewusster geworden, mit Pfand, keiner meckert mehr auf dem Weihnachtsmarkt, dass er auf seinem Becher da erstmal 3, 4, 5 Euro Pfand zahlen muss, die kriegt er wieder und die Leute finden das auch schick. Ich glaube, dass gerade bei jungen Leuten auch das Bewusstsein für so nachhaltiges, verantwortungsvolles Verhalten steigt und klar, man kann aber erst das Marketing und die Werbung machen, wenn man sozusagen gewisses Regularien hat, wenn es da ist. Aber ich glaube, dass das zu einem Riesenerfolg führen würde, wenn das erste große Rockfestival dann heißt einfach, wir machen hier Green Music für unsere nachfolgenden Generationen. Das wird sicherlich gut ankommen. Und das ist ja auch eine Idee an dessen Ganzen, dass wir sagen, damit auch die Motivation zu schaffen in der Öffentlichkeit. Brennstoffzelle ist was Gutes, das ist eine Lösung, das ist leise, das ist schick. Ich tue was Gutes für meine Umwelt, um damit einfach auch eine gewisse Aufmerksamkeit zu kriegen. Denn die Bereitschaft, wir haben oft die Diskussion jetzt bei Brennstoffzellenfahrzeugen, die sind teurer, wo gibt es die Tankstelle, da muss ich immer suchen. Aber einfach da so eher auch einen Pull vom Markt, so ein Pushen vom Markt zu kriegen, dass dann vielleicht Automobilhersteller im nächsten Schritt auch eher bereit sind zu sagen, ich biete solche Fahrzeuge an, weil der Kunde sie jetzt plötzlich intensiv nachfragt. Und da glaube ich schon, dass solche Veranstaltungen, da gehen wir alle irgendwie mehr oder weniger mindestens einmal im Jahr hin, wenn nicht 2-3 Mal, dadurch das Bewusstsein bei uns im Kopf haben. Und was wir vielleicht gerade hier in dieser Gemeinschaft, ja, wo wir nur über Wasserstoff- und Brennstoffzellen reden, vielleicht immer vergessen ist, dass es in der breiten Bevölkerung noch lange nicht angekommen ist und auch noch lange nicht verstanden ist. Also der aktuelle Umgang mit Brennstoffzellen, die man dort vor Ort im Einsatz sieht und merkt, die sind leise, die emittieren ja gar nichts, könnte natürlich auch sehr viel beitragen dazu. Meine Damen und Herren, ich darf Sie gerne einladen, sich zu beteiligen an der Diskussion. Ja, ich komme gern zu Ihnen, sich kurz vorstellen und dann Ihre Frage äußern, bitte. Timmermann, Göttingen. Ich bin privat hier. Vielleicht eine Frage an Herrn Meinl.
sind wir nicht eher ordnungspolitisch gefordert, wenn wir überlegen, dass wir diese Steuerentlastung von Bereich 8 Milliarden haben in Deutschland und keine vernünftige Steuer auf CO2? Ja, das ist auch ein guter Punkt. Aber da wird dann sehr schnell eingewandt, dass wenn wir singulär für uns hier in Deutschland eine Steuer machen, das sozusagen einen Wettbewerbsnachteil darstellt innerhalb Europas. Das heißt, was wir hier diskutieren müssen, das ist eh auf der Bundesebene, das kann man nicht landesbezogen machen, ist dann, dass man zumindest mal einige EU-Länder, wir werden da sicherlich nicht schnell eine Einheit unter allen 27, 28 EU-Staaten hinbekommen, weil da sehr unterschiedliche Energiepolitiken und Klimaschutzpolitiken verfolgt werden, dass wir aber mit einigen Gutwilligen hier voranschreiten, diese Diskussion läuft und das ist wichtig, das zu machen. Es wird auch wichtig sein, dass wir die Bereiche, die nicht vom Emissionshandel betroffen sind, also Verwendung von Heizöl und Gas für Heizzwecke, auch Kraftstoffe, da gilt das Gleiche, dass auch die sozusagen damit reingenommen werden, dass wir nicht nur die Energiewende im Strombereich mit hohen Umlagen belasten und die CO2-Armut dort, die Absenkung des CO2-Niveaus dort belasten, sondern eben in allen Sektoren. Das sind aber dicke Bretter, die gebohrt werden müssen. Das tun wir auch. So, und jetzt geht es halt darum, wo gibt es Anwendungsbeispiele, die heute schon fliegen, wo wir keine Mehrheiten suchen müssen, wo wir keine Verhandlungen international führen müssen, sondern wo wir jetzt schon anfangen können. So, und da reicht es, sich wenn wir uns mal mit den kommunalen Spitzenverbänden zusammensetzen, mit den Landesverbänden zusammensetzen in Baden-Württemberg, mit dem Städtetag, Gemeindetag und Landkreistag und mal fragen, was haltet ihr davon, wenn wir gemeinsam ein Konzept erarbeiten, einen Rahmenplan erarbeiten, wie sowas aussehen kann. Entschieden muss das werden von den Kommunen selber, das ist kommunale Hoheit an der Stelle, aber den Rahmen, den Anstoß, den können wir als Landesregierung sehr wohl geben. Oder auch andere Beispiele, wir sehen ja hier an der Messe Notstromversorgung mit Brennstoffzelle, ja, also unterbrechungsfreie, so kann man fragen, ist Batterie-Brennstoffzelle, macht der Markt. Oder ich habe da vorne auf dem Baden-Württemberg-Stand gesehen von der DLR einen Range-Extender für Lastenfahrräder. Also der Transport, der Feintransport sozusagen, der zunehmend der Lastenfahrräder gemacht wird, da ist die Batterie relativ schnell erschöpft. Das kann man natürlich mit so einem Range-Extender prima machen, ohne dass das Fahrzeuggewicht groß steigt. Ja. Das sind solche Anwendungsfälle, die heute schon funktionieren, wo wir nicht sozusagen warten müssen, dass irgendjemand, der sozusagen an der alten Welt noch Geld verdient und sozusagen das Heraufkommen der neuen Welt so ein bisschen zögerlich anfasst, ich will es mal vorsichtig ausdrücken, wo wir heute schon Nutzenvorteile haben. Und das sollten wir machen. Damit unterstützen wir die Industrialisierung, kommen weg von der Pilotfertigung und kommen sozusagen in den Massenmarkt hinein. Und dann läuft das auch in den großen Bereichen, wo die großen Stückzahlen sind, leichter, wie wenn man nur drüber redet. Die großen Stückzahlen erreichen wir aber sicherlich auch nur durch eine gewisse Akzeptanz. Und wir haben ja vorhin darüber gesprochen, ja, dass vielleicht nicht alle Experten sind. Herr Melzer, sagen Sie uns nochmal für diejenigen, die jetzt nicht die großen Experten für Brennstoffzellensysteme sind, was jetzt wirklich die konkreten Vorteile davon sind, wenn ich dort ein Brennstoffzellensystem in der Stadt stehen habe, das eine Großveranstaltung mit Strom versorgt? Ja, also Sie haben weder Lärm oder wesentlichen Lärm, Sie haben keine Emissionen. Und Sie haben eine relative Kompaktheit des Systems, also wir brauchen keine großen Anlagen. Und Sie können den Wasserstoff mobil heranschaffen, dort deponieren oder speichern. Also das ist technisch alles heute gelöst. Ja. Und ich möchte nochmal betonen, dass wir als jetzt Brennstoffzellenhersteller in Deutschland natürlich auch die OEMs brauchen. Ja, wir selber bauen ja keine Dieselaggregate. Wir kommen nicht aus dem Bereich. Wir liefern aber die wesentliche Komponente dazu. Und wenn wir jetzt ein Programm haben, was vorgeschlagen wird, ja, im Bereich der öffentlich wirksamen Eventunterstützung, Eventorganisation, ja, dann haben wir einen Punkt, wo wir auch wieder OEMs adressieren können und sagen können, du pass mal auf, du baust heute Dieselaggregate, du musst umrüsten. Ja? Und jetzt kommt so ein Programm und da kannst du auch verkaufen. Und dann schaffen wir hier einen Push-Pull-Effekt. Und das brauchen wir. Wir können nicht abwarten, dass das von alleine läuft. Das wird von alleine nicht laufen. Wir müssen hier intelligent vorgehen. Ich halte den Vorschlag für ausgesprochen gut, weil er nicht so groß ist. Er kann regional entschieden werden in der Kommune. Und er schafft für uns den Nutzen der Öffentlichkeit.
des öffentlich wirksamen Einsatzes der Brennstoffzelle. Man kann das entsprechend vermarkten, das muss man auch vermarkten. Und wir kriegen das Interesse bei den großen OEMs, die sagen, jawohl, ich fange da jetzt mal mit an. Ja, und ich rüste statt Diesel im Container, rüste ich den Container mit Brennstoffzellen aus und mit der entsprechenden Infrastruktur in Kooperation mit meinem Lieferanten. Und dann, wenn das läuft, ich sagte es vorhin, der Markt ist riesig, das ist kein kleiner Markt. Ja. Sie haben allein in der Stadt Frankfurt, der hat viele Dieselaggregate als Notstromversorgung für Rechenzentren. Mhm. Wenn Sie wirklich einen großen Ausfall haben, dann müssten die nach 6 Stunden alle abgestellt werden, weil dann die Emissionswerte der Stadt überstiegen werden. Ja. Diese Diesel sind heute schmutzig, ja. Die haben noch relativ alte Technologie. Und wenn die in Frankfurt laufen würden, müsste man nach 6 Stunden sagen, jetzt ist Schluss. Wir haben also die Grenzwerte bei Weitem überschritten. Das hieße, die Rechenzentren müssten abgeschaltet werden. Ja? Und das macht das Ganze interessant. Ja? Herr Melzer, bei der Notstromversorgung, die braucht man dann ja. Also wenn man so ein Rechenzentrum hat, dann braucht man das unbedingt. Es gibt ja dann auch gar keine Alternative so richtig. Vor allem, wenn es länger als 6 Stunden laufen soll. Bei den Veranstaltungen und den dezentralen Energieversorgungen ist das ja ein bisschen anders. Das ist ja dann doch schon ein bisschen preissensitiv. Was kostet denn die Kilowattstunde mit Ihren Aggregaten mehr als über einen Dieselgenerator? Ist das mal so ungefähr aussehen? Oder Sie, Herr Diewald? Ich weiß nicht. Ja klar, wenn man es anguckt, kommt sicherlich, wir haben jetzt wieder das Problem, fast wie bei den Autos, Henne-Ei, jetzt werden ein bisschen kleine Stückzahlen produziert, dann sind sie teurer, aber wenn man jetzt mal die Kosten so nimmt und sagt, wir haben einen kleinen Hochlauf, dann bin ich vielleicht bei den doppelten Energiekosten pro Kilowattstunde. Das hört sich erstmal gewaltig an, aber wenn ich dann so eine Veranstaltung nehme und sage, die haben statt 2.000 Euro 4.000 Euro und die gesamte Veranstaltung kostet 500.000 Euro, da merkt man einfach, dass es völlig irrelevant ist. Relativiert sich das, ja. Mhm. Und wenn wir das perspektivisch sehen, die Brennstoffzelle ist ja vom Wirkungsgrad viel besser. Und wenn wir dann einfach mit den Gestehungskosten runterkommen und dann, das ist, was ich eben sagte, auch bei einem fairen, das macht ja nur Sinn, auch Wasserstoff zu nehmen, der nachhaltig produziert worden ist. Und nicht irgendeinen billigen. Also den Preis, den ich eben sagte, ist dann auch mit grünem Wasserstoff der Betrieb. Da war schon der grüne Wasserstoff drin, ja? Okay. Mhm. So und perspektivisch, das hören wir ja auch bei den Automobilherstellern, wenn ich mal sehe, wenn wir die Kaufkosten mal weglassen, sondern nur die Fahrkosten sehen und sagen, was kostet ein Kilogramm Wasserstoff aus grüner Quelle mit Windstrom und PV, mit fairen Preisen, Strompreisen auch produziert, dann kosten mich 100 Kilometer Autofahren genauso viel. Also das heißt, wir brauchen ja eigentlich die Investitionskosten, die kriegen wir runter mit Stückzahlen. Wir müssen halt nur irgendwo anfangen. Und da, so wie Herr Meinl am Anfang auch schon sagte, komme ich lieber in eine Nische zurück, wo das halt da gerade nicht preissensitiv ist, sondern eigentlich es völlig wurscht ist. Auch bei einem Notstromaggregat, ob die Kilowattstunde da 50 Cent oder 1 Euro kostet, ist eigentlich wurscht. Irrelevant, weil die läuft halt, eigentlich soll das Ding ja nicht laufen. Und dann ist es da auch nicht ganz so wichtig. Aber ich muss halt genau diese Nischen finden. Und ich glaube, mit diesen Nischen, erstens das, was Herr Melz auch sagte, wir gucken immer noch auf den deutschen Markt, international super, super spannend. Gerade für neue Märkte, da bin ich nämlich bei anderen, ganz anderen Stromgestehungskosten. Da kann man eigentlich schon mit einer Serienproduktion nämlich komplett konkurrieren. Und das hilft natürlich auch der Automobilindustrie. Wenn ein paar mehr Brennstoffzellen verkauft werden, dann kommt dann natürlich auch diese Kostenkurve denen zugute. Und damit, glaube ich, perspektivisch leichtern wir auch den Einstieg in eine wirklich zukunftsorientierte Automobilwelt und Mobilitätswelt im Gegensatz zu manchen Pfaden, die wir vielleicht heute verfolgen. War ich noch ein bisschen skeptisch? Ja, aber bitte, Herr Weiß. Das Thema heißt ja, wo sind Anwendungsfälle, wo heute schon die Brennstoffzelle ohne weiteres eingeführt werden kann. Und das Thema Notstromversorgung für Rechenzentren, das kriegt noch eine andere Drehung. Das habe ich gestern hier auf der Messe gelernt, weil die Rechner ja mit 48 Volt laufen eigentlich. Ja. Hat man natürlich enorme Verluste. Wenn ich die hohen Leistungen, die ich für große Serverfarmen brauche, als heruntertransformieren muss, stattdessen mit der Brennstoffzelle gleich auf ein 48-Volt-System zu gehen, ja, und primär die dauerhafte sozusagen Stromversorgung der Rechenzentren auf 48-Volt-Basis über eine Brennstoffzelle laufen lasse. Das heißt, das wird deswegen gemacht, weil es heute wirtschaftlich ist. Und das zeigt, wie nah wir eigentlich schon, was jetzt die Energiekosten angeht, an den Vergleichskosten der traditionellen oder der alternativen herkömmlichen Versorgung sind. Sodass das nicht die entscheidende Rolle spielt. Genau. Wir müssen es anpacken. Dazu brauchen wir Ideen und Leitfäden und Handlungsanleitungen, die es denjenigen, die es
bislang nach guter alter fetter Sitte gemacht haben, ermöglichen, umzuschalten, ohne dass sie sozusagen jetzt das Rad neu erfinden müssen und die Veranstaltung oder die alternative Versorgung jetzt über die Brennstoffzelle dann erfolgreich auf den Weg bringen können. Wobei ich noch ein bisschen skeptisch bin, Herr Diewald, ob Sie wirklich mit dem doppelten Preis auskommen, wenn Sie noch die Elektrolyseanlage dazu rechnen müssen und dann nur aus Überschussstrom, aus regenerativem Überschussstrom produzieren. Bei dem fairen Strompreis, wenn ich gesagt habe, da ist ja schon der grüne Strom mit berücksichtigt. Das heißt, sprich, der Wasserstoff wird zu einem Preis abgegeben und niemand wird ihn abgeben, wenn er dann Verlust macht. Also da ist das ja, dieser Vorkette ist ja mit berücksichtigt in dem Wasserstoffpreis. Aber wie ist das, dass der wirklich aus regenerativer Energie stammt und nicht aus so, und dann sage ich, im Worst Case und bei dem Doppelten ist eher dann auch schon mit berücksichtigt, dass ich die höheren Investitionskosten habe. Jetzt werden viele sagen, ja, Diesel muss ja billiger sein. Ja, aber der Wirkungsgrad ist halt auch viel schlechter. Und das ist halt bei der Brennstoffzelle gerade dort in dem Bereich viel, viel besser, weil ich die Wärme halt sonst von dem Verbrenner gar nicht nutzen kann in so einer Anwendung. Und so, dass im Wesentlichen eigentlich nur die Investitionskosten zuschlagen und wir bei den Energiekosten auch aus der Elektrolyse heraus dort das alles kompensieren über den Wirkungsgrad. Mhm. Also wir müssen eigentlich nur anfangen, um dann dahin zu kommen, dass wir günstiger sind. Bei den PKWs, wie gesagt, hatte ich schon gesagt, wir fahren da 100 Kilometer roundabout für 8 Euro. Kommen mal Steuern vielleicht mal später drauf. Der Finanzminister, bin ich bei 10, 11 Euro. Und wenn ich heute sehe, wenn man ganz ehrlich ist, im Stadtverkehr mit einem normalen PKW, also meiner braucht zumindest immer 7,5 Liter. Und wenn ich das bei dem Dieselpreis dann sehe, 7 Liter in Wahrheit, dann bin ich halt auch bei 12 Euro. Und das ist für mich die beste Botschaft, die man überhaupt senden kann. Vergessen wir mal die Anschaffungskosten. Da bin ich fest überzeugt, ein Dieselmotor kann nicht billiger sein als eine Brennstoffzelle. Wenn man sich das mal anguckt und ein bisschen Ingenieurswissen hat, es kommt nur auf die Stückzahlen drauf an. Was wollen wir mehr? Eine emissionsfreie, geräuschfreie Mobilität zu gleichen Kosten wie heute. Nur wir müssen den Anfang, die Brücke sozusagen schaffen. Und da würde so ein Einstieg helfen, einen Beitrag leisten zu können. Ist eine super Perspektive. Wir reden bei vielen anderen Dingen immer nur darüber, nicht nur Energie, sondern auch anderen Dingen. Ja, es ist aber teurer, zwar besser, aber du musst da mehr investieren. Und hier haben wir etwas, wo die Kosten gleich bleiben. Also lasst uns auf den Weg machen. Weil Sie gerade vorhin nochmal die Quelle, wo kommt der grüne Wasserstoff her? Genau, wo kommt der her? Hatten Sie das Wort Überschussstrom im Mund genommen? Ja. Darf ich dafür werben, dass Sie das aus Ihrem Vokabular tilgen? Weil mit wenigen Stunden im Jahr oder auch wenigen 10 Stunden im Jahr Überschuss irgendwo lokal, können Sie nie eine Fabrik aufbauen, wo die Kapitalkosten der Fabrik sich finanzieren. Also sozusagen der Eierkocher, der 5 Minuten am Tag läuft, kann nicht das Geschäftsmodell für eine Fabrik sein. Das heißt, wir werden Windfarmen haben, PV-Farmen haben, die nur dafür da sind, dass wir daraus Wasserstoff erzeugen, den wir für wasserstoffspezifische Zwecke brauchen und nicht mit Überschussstrom. Der ist scheinbar billig, aber die Kapitalkosten dafür kriegen Sie damit nie rein. Herr Meindl, ich bin Ihnen geradezu dankbar, dass Sie den Finger in die Wunde legen, weil das ist genau auch meine Befürchtung. Ja. Mit Überschussstrom alleine können wir es nicht machen. Aber dann haben wir das Problem, dass der Wasserstoff ja auch aus der Elektrolyse immer nur den aktuellen Strommix in Deutschland abbildet. Nein, die können ja noch nicht besonders grün. Ja, erstmal wird er immer grüner. Zweitens mal können Sie natürlich auch hingehen und sagen, statt dass ich an einen Windpark ein Stromnetz dran tue, baue ich die Elektrolysefabrik dran, mache den Wasserstoff und nutze den Wasserstoff für wasserstoffspezifische Zwecke. Das kann im einfachsten Fall sein, dass ich es in die Gasleitung reintue und ins Gasnetz mit aufgehen lasse. Bis zu einem gewissen Anteil geht das. Danach muss man dann nochmal diskutieren. Aber auch da geht mehr. Auch das habe ich jetzt hier auf der Messe erfahren, als man das so gemeinhin annimmt. Man kann aber auch in Flaschen abfüllen und in Tanks abfüllen und mit Hochdruck und dann irgendwo dorthin bringen, wo er gebraucht wird, wo wir sozusagen spezifische oder wo wir grünen Wasserstoff gebrauchen können, um dort auch Industrieprozesse grüner zu machen. Ja, Herr Meindl, meines Wissens gibt es noch sehr wenig Windkraft, gerade in Baden-Württemberg. Die vorherige Landesregierung hat sich da mal sehr stark dagegen gesträubt. Mittlerweile geht es, glaube ich, langsam los. Ja. So Rand der Schwäbischen Alb, da können wir wunderbare Windparks aufstellen, nicht wahr? Genau, das versuchen wir auch. Da gibt es natürlich auch eine ganze Reihe von Widerständen. Baden-Württemberg ist auch ein Land, das sehr kleinräumig besiedelt ist. Da gibt es dann Ängste auch, was Lärm angeht, was Infraschall angeht. Da werden natürlich dann irre Geschichten erzählt. Da sage ich immer, das alte Volkslied
Es klappert die Mühle am rauschenden Bach, beschreibt zwei Infraschallquellen, eine natürliche, den rauschenden Bach, und das Klappern des Wasserrades. Wir brauchen ein neues Volkslied für Windkrafträder. Nein, wir müssen einfach die Dinge einfach ganz irdisch betrachten und natürlich auch Stück für Stück dafür Sorge tragen, dass diese Vorurteile mit guten Argumenten entkräftet werden. Und ich glaube, dass auch die Praxis, ja, also dass Leute sich auch mal unterm Windrad das Zelt aufbauen und sagen, ich habe wunderbar geschlafen, ich höre davon nichts. Ja? Das kann dann auch solche Vorurteile und solche Befürchtungen dann lösen. Ich sehe das als einen langen Prozess an. Ja? Die Windräder, die heute nicht gebaut werden, die Standorte, die heute nicht gebaut werden können, weil es diese oder jene Vorbehalte gibt, ich bin sicher, viele davon werden in Zukunft gebaut werden können, mit dann noch besseren, größeren, effizienteren Anlagen. Also ich bin da sehr gelassen. Ja, und so lange machen wir es mit Photovoltaik, wir machen es mit Windstrom aus Norddeutschland oder auch von der Nordseeküste. Niemand zwingt uns dazu, das alles über Kabel elektrisch zu verteilen. Wir können einen Teil davon auch spezifisch nutzen, um daraus grünen Wasserstoff herzustellen. Ich möchte da noch mal einmal einhaken, also weil Sie Überschussstrom, ich kann das Wort auch nicht mehr hören. Ich sage, wenn immer nicht bedarfsgerechter Strom für den Strommarkt produziert. Wir reden über eine Energiewende und nicht über eine Stromwende. Das heißt, aus der Stromsicht müssen wir gezielt Überkapazitäten installieren, um diesen Rohstoff erneuerbaren Strom sauber zu produzieren zu können. Und das bedeutet, wir reden einfach über 700 Terawatt Strom, wir reden aber insgesamt über einen Markt, der 1500, 1600 Terawatt ist. Die Energie muss ja irgendwo herkommen. Und deswegen ist das Wort Überschuss, hört sich immer nach Abfall an. Nein, das ist ein Rohstoff, den wir produzieren, und es geht darum, ihn intelligent in den unterschiedlichen Sektoren anzubieten. Und da mal noch eine Zahl, was Power-to-X und Wasserstoff bedeutet, wenn man das intelligent macht. Wir reden jetzt, dass wir ungefähr aus Windenergie, wenn wir nur für den Strommarkt Wind und PV machen, 2000 gesicherte Stunden Stromversorgung hätten. Wenn wir da alle Energiebereiche aber zusammenbringen, intelligent zusammenbringen, dann können Sie für den Strommarkt, der ist der sensibelste mit seinen 50 Hertz, alle anderen können flexibel sein, der Tank, der Wasserstofftank, der Tank im Auto, dann kommen Sie auf 5000 Stunden gesicherte Stromversorgung aus Erneuerbaren in Zentraleuropa, nicht irgendwo im Äquator, sondern hier. Und das bedeutet, dass Power-to-X eine Speichervermeidung ist, wenn man es mit Sektorenkopplung macht. Das bedeutet viel volkswirtschaftlich effizienter. Und deswegen, wir brauchen diese Überkapazitäten aus der Strommarktsicht, weil wir einfach damit die Rest anderen Bereiche dekarbonisieren wollen und müssen. Und nochmal, im Verkehr haben wir bis heute gar nichts erreicht. Wir sind auf dem Niveau von 1990 und wir haben uns aber riesige Ziele gesetzt. Und da müssen wir unbedingt anfangen. Und dann komme ich wieder zu diesem Nischenprodukt, wo ich einfach sage, das ist ein Anfang, das ist ein Zeichen, weil diese Technologie, ob die nun auf dem Anhänger steht oder hinterher vorne in diesen Maschinenraum Auto reingepackt wird, ist die gleiche Technologie. Das heißt, mit jeder Anlage kriegen wir hier nicht nur einen Hochlauf für Firmen, für Start-ups, für junge Firmen. Und das ist Mittelstand. Das ist das, wovon Deutschland lebt. Sondern es ist natürlich auch jede Stunde, die so ein Stromaggregat da läuft, ist ein Erfahrungspool für diese Unternehmen, zu sagen, wie kann ich es noch besser, noch effizienter machen, noch wirtschaftlicher machen. Und damit hilft man auch wieder dem Einstieg in die Mobilität. Und deswegen, hier können wir relativ kurzfristig anfangen, echte Zeichen zu setzen. Ja. Das dauert, glaube ich, in der Mobilität ein bisschen länger. Aber wir müssen den Hochlauf in der Mobilität dann, meinetwegen, lasst uns noch 2 Jahre Zeit nehmen. Aber die Ramp, die wir dann bis 2030 machen müssen, ist gewaltig. Mhm. Und dieses Dieselverbot, wir reden 2017, 18 über Dieselfahrverbote. Sie können sich vorstellen, wenn wir gar nichts tun wie die 2030, werden wir nicht so noch drum rumkommen. Und wir reden hier einfach über sozusagen die Schlagader der deutschen Wirtschaft. Ich möchte Ihnen noch die Gelegenheit geben, vielleicht noch eine Frage zu stellen. Wenn Sie eine haben, geben Sie mir ein Handzeichen. Ja. Stefan Bross, wie sieht es denn aus mit Förderprogrammen? Wie sieht es denn aus mit Förderprogrammen für die Brennstoffzellen? Weil, um das ein bisschen voranzutreiben, gibt es da schon irgendwas oder ist da was in Aussicht? Und in welcher Größenordnung es überhaupt was gibt? Ja, sozusagen die andere Alternative, die Sie hätten, Herr Meinl. Sie wollten ja eigentlich mit den Kommunen reden und sagen, Mensch, verlangt das eigentlich von euren Veranstaltungen? Man könnte auch ein Förderprogramm machen. Ja. Also jetzt für diese Veranstaltung brauchen wir kein Förderprogramm. Genau. Dinge, die wirtschaftlich sind. Das ist eine Alternative dazu. So. Genau. Aber wir haben in Baden-Württemberg schon ein Förderprogramm gemacht für Brennstoffzellenheizungen.
So, das hat als Vorläufer, bevor der Bund mit seinem Förderprogramm überkam, haben wir dann insgesamt 75 Anlagen damals gefördert, 2014-15. Jetzt läuft das Bundesprogramm, auch das KfW, also erstes Programm, dann ist das KfW-Programm, das offensichtlich sehr erfolgreich läuft. Ich habe jetzt noch nicht die aktuellen Zahlen, welchen Anteil Baden-Württemberg, weil wir jetzt die Vorläuferförderung hatten und da auch Unterstützungsstrukturen aufgebaut haben, weil das muss ja auch ins Handwerk mit hineinkommen. Ja. Da weiß ich aber von den Heizungsbauunternehmen und auch den Elektrohandwerk, dass es an der Stelle sich anders aufstellen will als vor 20 Jahren bei der Einführung der Brennwertheizung. Da ist es ja ein bisschen verschlafen worden erst, so, und sich da schneller aufstellen wollen. Und dafür haben wir Unterstützungsstrukturen geschaffen, dass solche Beschaffungsprozesse besser laufen können, dass die Beratung, die Unterstützung, die Ausbildung, die Fortbildung laufen kann. Und ich hoffe, dass wir darüber dann auch einen größeren Anteil in Baden-Württemberg von dem KfW-Programm, das der Bund ja ausgibt, dann abnehmen können. Insofern, Förderprogramm ist für die Dinge, wo heute die Brennstoffzelle sich im Wettbewerb mit einfacher Technologie, die aber CO2 macht, das nichts kostet, das zu emittieren nichts kostet, um das dort dann sozusagen in den Markt dann auch hineinzubringen. Meine Herren, ich denke, wir sind uns einig, die Dieselaggregate sollten definitiv ersetzt werden durch Brennstoffzellensysteme, die mit grünem Wasserstoff betrieben werden. Ich danke Ihnen für die Diskussion hier auf der Bühne. Wir sind mit unserer Zeit am Ende. Herzlichen Dank für das gute Gespräch hier und Ihnen ganz herzlichen Dank für Ihr Interesse. Vielen Dank. And I switch to English now because our next interview will take place here in 1 minute time with Michael Ismar. He is sales manager of EMS, and they will talk about high pressure hydrogen storage, the next generation of pressure vessels. So please stay tuned. We'll start here in a minute. Thank you very much.